Schalke 04 verkauft seinen LEC-Spot für 26,5 Millionen Euro. Außerdem, FIFA und PES stehen jetzt auch in Frage auf Schalke. Und wir sprechen über Ludogorets Razgrad, die jetzt Bernard Tekpety verpflichtet haben, und über den Start des Trainingslagers. Und damit herzlich willkommen zu diesem Schalke-Update. Cool, dass ihr mit dabei seid. Los geht's. Ja, ich glaube, über mein Outfit brauche ich heute nichts zu sagen. Ich glaube, das haben alle mitbekommen. Das war nichts heute. Okay, sprechen wir über Schalke 04. Und Schalke 04 hat jetzt in League of Legends seinen LEC-Spot verkauft. Was ist der LEC-Spot? Das ist der die Lizenz, in der höchsten Klasse in League of Legends anzutreten. Die hat Schalke 04 jetzt verkauft. Da konnte Schalke sich einmal drin einkaufen. Vor einigen Jahren, und zwar 2018, und zwar 8 Millionen Euro hat Schalke damals dafür bezahlt. Jetzt ist das Teil 26,5 Millionen Euro wert gewesen. Das hat das Schweizer E-Sport-Team BDS jetzt gekauft. Das ist ein harter Schlag eigentlich für die deutsche E-Sport-Szene, denn es waren im Grunde genommen nur Schalke 04. Ich glaube, eine andere Mannschaft, da können mich gerne die Experten unter euch auch nochmal, können wir das nochmal bestätigen, in der LEC, und jetzt geht der Spot eben in die Schweiz. Schalke 04 ist jetzt dazu gezwungen gewesen, den Spot zu verkaufen. Das hat man schweren Herzens gemacht. Das kaufe ich auch den Verantwortlichen ab, einfach aus finanziellen Gründen, um wieder finanziell auf die Beine zu kommen. Und was mich sehr verwundert hat jetzt in der Pressemitteilung von Schalke 04, ist, dass nicht nur der LEC-Spot jetzt in Frage gestanden ist, sondern zum einen, gut, klar, die Prime League in League of Legends, also die unterklassige Liga, die Academy-Mannschaft von Schalke 04 steht jetzt auch in Frage. Das war aber auch irgendwie klar, dass die mit beide zusammengehören, dass man sich da jetzt nicht mit einem Spot in der unterklassigen Liga dann alleine abfinden wird, sondern dass man ja eher natürlich auch da dort bei League of Legends nach dem Höchsten strebt oder eben gar nicht, und jetzt eben gar nicht gesagt worden. Gut, das war klar, aber FIFA und PES steht wohl auch in Frage. Damit habe ich persönlich nicht mitgerechnet. Kann ich auch schwerstens nachvollziehen. Im Normalfall FIFA und PES dürften eigentlich nicht die teuersten Investments irgendwo sein. Und ich denke auch mal, dass man sich da auf Dauer nicht von trennen wird. Aber das wird Schalke 04 dann eher entscheiden. Jo, und dann sprechen wir nochmal über was den Fußball betrifft. Und zwar Bernard Tekpety wechselt jetzt fest zu Ludogorets Razgrad. Schwieriger Name, kommt aus Bulgarien das Team, und dort hat Bernard Tekpety jetzt im letzten Jahr auch schon gespielt und hatte jetzt eigentlich noch einen Vertrag bei Schalke bis 2023, war also nur ausgeliehen nach Ludogorets Razgrad, und die verpflichten jetzt Bernard Tekpety für 900.000. Also ein echt guter Deal, muss ich wirklich sagen, für Bernard Tekpety. Wird wohl auch dadurch entstanden sein, weil Schalke hatte noch das Recht, ihn wieder zurückzuholen. Ich denke mal, das wird in den Verhandlungen eine Rolle gespielt haben. Und ich vermute mal, dass das ja quasi als Faustpfand benutzt worden ist. Er hat sich da eben gut präsentiert in Bulgarien. Sie wollten ihn auf jeden Fall haben. Und Schalke hätte dann zwecks Verhandlungen auch einfach sagen können, nee, wir brauchen ihn jetzt selber für die zweite Liga. Ich denke mal, dass dadurch dann Druck entstanden ist, weil bei den Bulgaren, und so haben sie ihn dann tatsächlich nachher gekauft für 900.000. Das ist auf jeden Fall ein toller Verhandlungserfolg, muss ich sagen, für Schalke. Top. Jo, und Schalke 04 ist abgereist, und zwar nach Mittersil. Schalke ist wieder in Mittersil unterwegs. Die ersten Bilder findet man jetzt schon wieder auf der Homepage von Schalke 04. Dort könnt ihr euch anschauen, wie die ersten Trainings gelaufen sind. Die meisten Spieler sind auf jeden Fall mitgefahren, 27 Stück an der Zahl. Einige sind aber auch nicht mitgefahren, unter anderem Ahmed Kutucu. Der hat nämlich Oberschenkelprobleme. Beim letzten Mal war es eine Belastungssteuerung, warum er nicht beim Trainingsspiel mit dabei gewesen ist. Rebby Matondo fehlt auch aufgrund von Knieproblemen. Und ich weiß nicht, irgendwie riecht es nach Wechsel. Aber das werden wir dann einfach in den nächsten Tagen sehen.
Ja, mal gucken, wie es mit den beiden weitergeht. Ich würde mich über beide freuen in der zweiten Liga. Und ja, mal gucken, wie es dann weiterhin aussieht. Jo, und zum Schluss nochmal der Hinweis, dass wir am Samstag, den 3.7., haben wir ein Testspiel und zwar um 16 Uhr gegen Zenit St. Petersburg. Schalke 04 überträgt das wieder live auf YouTube. Könnt ihr euch anschauen. 16 Uhr. Unbedingt reinschauen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr parallel auch noch meinen Livestream dazu anmachen. Ich kommentiere dann das Spiel auch für euch. Und ja, schau mal einfach rein und gebt dann meinen Senf zum Spiel auch ab. Und ja, das Ganze hier auf Königsblau TV. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, mach das jetzt auf jeden Fall. Lohnt sich. Und sowieso die nächsten Streams werde ich auch nur noch für Abonnenten tatsächlich freischalten. Nicht für, bitte nicht falsch verstehen, nicht für diejenigen, die Kanalmitglieder sind, sondern für Abonnenten freischalten, den Chat einfach, um ja, um einfach noch wieder ein zusätzliches Mittel auch gegen Spam zu haben. Damit haben wir ja einige Probleme letztendlich auch schon auf dem Kanal. Und genau, deswegen werden demnächst nur noch Abonnenten auch chatten können. Genau. Und damit, das war's für heute. Macht's gut, Leute. Glück auf und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Ja, Ludogorets Razgrad ist eine Mannschaft aus